Unser Mitarbeiter Dr. Udo Bröme geht in seiner Freizeit in Museen. Er liebt die Kultur. Und er war im Filmmuseum in Berlin. War das das Filmmuseum? Ja. Und da hat er eine Ausstellung gesehen, nämlich die großen Erfolge der deutschen Filmgeschichte. Sie wissen, unser Freund Bully. Auf dem Weg zu 10 Millionen Zuschauer, der Schuh des Manitou, 9,5 Millionen Zuschauer mittlerweile. Der erfolgreichste Film in Deutschland, allerdings seit diese Zahlen gemessen werden. Das ist seit 1980 der Fall. Und wir haben uns gesagt, es müsste doch mal interessant sein für Sie. Und das ist im Grunde wieder so eine Sache, wie wir neulich gemacht haben. Das ist nicht notwendigerweise komisch oder lustig. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass Sie subjektiv die Empfindung haben, das ist durchaus heiter. Das regt mich zu einem Schmunzeln an, denn wir zeigen Ihnen die großen deutschen Filme, die erfolgreichsten Filme des Jahres in Ost und West, seit Kriegsende bis zum Jahr 2000. Wir haben die Plakate hier und ich sage es nochmal, auch für Sie heute Abend, wir sind Freunde geworden zu Beginn der Sendung. Das ist jetzt nicht, sagen wir mal, ein Schenkelklopfer im Sinn, wie wenn die Soldaten woanders wären, wird Bahnfahren sicherer. Ja? Aber es ist durchaus möglich, dass auf einer zweiten Ebene es als subjektiv humorvoll und lustig empfunden wird. Zum Beispiel der erfolgreichste Film, damals gab es ja noch die DDR, 1950 in der DDR und in der Bundesrepublik war welcher? Das war Nachtwache. Welcher war denn da jetzt DDR und welcher war wir? West ist immer links und Ost ist ja rechts, klar. Ja, ja. Die Nachtwache. Also ich sage es nochmal, nicht notwendigerweise komisch, im Sinn von brüllermäßig lustig, aber auf eine gewisse unterschwellig charmante Weise doch vielleicht zum Schmunzeln anregend. Vielleicht. Das hängt natürlich davon ab, wie Sie das empfinden. Ich habe hier die Unterlagen zu den jeweiligen Filmen, denn man möchte ja doch ein bisschen was über diesen Film wissen. Genau. Der erste religiöse deutsche Film, Die Nachtwache, mit René Deltgen, mit Käthe Haag, mit Luise Ulrich. Und eine musikalische Familien- und Liebeskomödie im Osten, Der Kahn der fröhlichen Leute. Mit Petra Peters, mit Fritz Wagner, Paul Esser, Joachim Brennecke und Alfred Mark in der Regie von Hans Heinrich. Damals, 50er, 1950, da hatte man ja nichts. Genau. War das noch die Zeit, wo man Kohlen, Briketts ins Kino mitbringen musste? Na, es war eher Ende der 40er, oder? Ja, aber ich meine, die Ende der 40er ging ja eigentlich nahtlos in die 50er über. Da kamen ja viele noch mit Briketts ins Kino und da hieß, Moment, wir haben die 50er. Man wurde eigentlich in den 50ern als Old Fashioned entlarvt, wenn man mit Briketts vor dem Kino stand. Warum sagst du eigentlich Briketts und nicht Briketts? Wir haben Briketts gesagt, das ist glaube ich Schwäbisch. Ach so. Heißt es Brikett? Brikett. Brikett? Brikett. Brikett. Wir haben Briketts gesagt. Sag ich Briketts? Oder Briketts? Du sagst Brikett. Ja, ich sage auch BH. Und nicht BH. Das ist Schwäbisch. Briketts. Wir hatten einen Bekannten, der hat die Briketts in Zeitungspapier eingewickelt. Und hat sie dann im Keller geschichtet, wenn er nochmal runterging abends, um nachzulegen, damit er sich die Finger nicht schwarz gemacht hat. Und hat die mit so kleinen Schwänzchen eingedreht. Brikett, heißt es Briketts oder Brikett? Brikett. 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 Brikett, ja, und Briketts. Brikett. Das hat auch mal Dr. Wedel gesagt. Das habe ich mal gelesen. Übrigens, jetzt kommt ja bald dieser neue tolle Semmeling-Mehrteiler von Dr. Wedel. Und beim Schattenmann, glaube ich, kam Mario Adolf zum Dreh und Dr. Wedel flippte aus und sagte, wieso hat Mario Adolf ein Brikett am Kopf? Und das war die Frisur. Da war so viel Gel dran, dass er sagte, wieso hat Mario Adolf ein Brikett am Kopf? Und dieser Bekannte von uns, der hat die eingewickelt und Schwänzchen dran und die Schwänzchen mussten nach vorne zeigen. Und seine Frau hat es falsch rum eingepackt, da hat er es wieder ausgewickelt, nochmal eingepackt, korrekt gemacht, reingelegt. Ne, das ist kalt, ich lege ein Brikett auf, Keller runter. Gar nicht dumm. Du fasst es ein, Zeitungspapier, hast nicht diese rußigen Hände. Brikett. Brikett. Brikett, Brikett. Oh, 1951, das ist ein Film. Das ist jetzt eigentlich schon mein Jahrzehnt. 57 geboren. Schwarzwaldmädel. Ja. Schau mal an, mit Sonja Ziemann und Rudolf Brack. Und das muss man sagen, Sonja Ziemann und Rudolf Brack, Sie, meine verehrten älteren Damen und Herren, das war ja eigentlich damals das Paar wie heute. Gibt eigentlich so ein Liebespaar gar nicht mehr. Bleibt treu potente. Nein, nein, das war sozusagen das ganz große Liebespaar der 50er. Sonja Ziemann und Rudolf Brack.
Und hinten siehst du noch Paul Hörbiger, wie er so schmunzelnd, er hat immer so geschmunzelt, Paul Hörbiger. Also nicht, also wenn's, natürlich nur, wenn es zur Rolle gepasst hat. Aber Rudolf Brack mit dabei. Und da passt es eigentlich, wenn ich so mache. Damals in Schwarzwaldmädel, erster bundesrepublikanischer Heimatfilm und erste Farbfilmproduktion nach dem Krieg. Effektvolle Ausstattung beim großen Publikumserfolg. Da schau her. Da passt dieser Ton, wo man so ins Träumen gerät. Das war der Schwarzwaldmädel. Und ich habe mich gefragt, als ich das heute Mittag in der Vorbereitung gelesen habe, ob dieses Lied Mädle aus dem Schwarzenwald aus dieser Operette kommt. Kennen Sie das? Mädle aus dem schwarzen Wald, die sind nicht leicht zu haben. Nur ein Schwabe hat die Gabe, tralalalala. Kennst du es nicht? Nein, kenn ich nicht. Aber mit Briketts um dich werfen. Ja. Ist das der erste Film, den wir vorgestellt haben? Nee, wir hatten schon einen, ne? Oder? Na, wir hatten 50 und jetzt haben wir 51. Die Nachtwache und Schwarzwaldmädel. Und Untertan in den Osten ist ja auch bekannt. Was? Wo ist denn 50? Ist mir da runtergerutscht. Ich will nicht durcheinander kommen, weißt du? Nachtwache und Kahn der fröhlichen Leute. Das habe ich ja schon. Arthur Maria Rabenalt. Nee, das war in 49. Wo habe ich denn jetzt 50? Hier. Der Kahn der fröhlichen Leute. Das habe ich doch gesagt. Regie Hans Heinrich. Ja, genau. Ja. Ich war gestern im Kino. Ah ja. Wo? Frag mich, in welchem Film? Harald, in welchem Film warst du? Die Klavierspielerin. Auch ein Heimatfilm, kann man sagen. Also für Menschen ohne Heimat, emotional. Sensationeller Film. Und weißt du was? Im Nebenkino lief Amelie. Immer noch? Ja. Und da muss ich jetzt mal was sagen. Deutsche Frauen, die zu zweit ins Kino geht. Was ich auch nicht mehr im Kino haben möchte, ja, ist, dass ihr laut reagiert, wenn euch die Reaktion einer Figur im Film nicht passt. Das macht dich wahnsinnig. Ich habe auch festgestellt, ich gehe nur noch im Sommer ins Kino, weil jetzt geht die Schalzeit wieder los. Du sitzt drin, ja, dann kommt so ein neues Pärchen rein, 10 Minuten nach Filmbeginn, und sie hat diesen 7-Meter-Schal um den Hals. Und jetzt geht wieder die Zeit los, wo das abgewickelt wird. Ja, im Stehen natürlich. Er selber hat einen Rucksack, da guckt so ein Tennisschläger raus und so. Und dann sitzen so zweier Frauenpärchen da drin. Und in diesem Film wird Isabelle Huppert von ihrer Mutter Annie Girardot, also sie muss noch bei der Mutter im Bett schlafen, obwohl sie schon 50 ist oder so. Und sie wird schlecht behandelt. Und wenn die Mutter sagt, du bist schon wieder 3 Stunden zu spät, dann machen diese Frauen, boah. Das ist die Filmfigur. Und wir wissen, dass das nicht mehr üblich ist. Spart euch diese Reaktionen. Du hast den Film noch nicht gesehen? Nein, ich habe den noch nicht gesehen. Das ist ein Film. Das sollst du mal reingehen. Ja, also mehr ein Frauenfilm. Nein, kann man nicht sagen. Es geht um Klavierspielerin, Geschlechter. Nein, ich weiß nicht. Also um Isabelle Huppert, das ist unglaublich. Das ist ja dieses Tolle bei Isabelle Huppert, dass sie scheinbar nichts macht. Verstehst du? Immer diese Großaufnahmen im Gesicht. Sie sitzt nur da und hört zu. Spiel ein bisschen Klavier, Helmut. Und sie hört einfach nur zu. Mein Gesicht will man jetzt nicht so lange sehen, ja? Doch, du machst das super. Aber bei Isabelle Huppert, die Vorname macht nichts. Sie macht nichts. Und dann muss sie ihrer Mutter vortäuschen, dass sie ihre Tage hat und ritzt sich das Genital auf in der Badewanne. Kann man das sehen oder wird es einfach rot? Es ist sehr gut gemacht. Du siehst ja in der Badewanne sitzen, aber du siehst natürlich nicht. Wir sind ja nicht bei ProSieben, wo Großaufnahmen dann noch gemacht werden. Und da ging ein Mann raus. Echt? Der kam erst rein, als sie in der Kabine saß und an den Spermatüchern von den Männern gerochen hat, die vorher drin waren. Ja, das klingt jetzt verklemmt. Amelie würde das mal gut tun. Es ist nicht so voyeuristisch, wie ich schildere, weil es kommt aus der Figur. Mhm. Und es ist eine geniale Szene drin, ja? Da geht Isabelle Huppert durch so ein Einkaufszentrum, wird angerempelt. Und erst Sekunden später macht sie... Aber da liegt eine ganze Zeit dazwischen, es ist kein Schnitt dazwischen, nichts, nichts, dauernd dieses Schnitt, Gegenschnitt.
Das ist jetzt Filmfachsprache. Wissen Sie, was Schnitt-Gegenschnitt ist? Können wir das mal zeigen, Kurti? Mit Herrn Antrag und mir Schnitt-Gegenschnitt? Ja, das ist Schnitt-Gegenschnitt. Das macht er doch wahnsinnig, oder? In diesen deutschen Filmen dauernd immer der Rede kriegt ins Bild, oder? Der Einzige, der im Film nicht gezeigt wird, wäre eine Rede des Job, habe ich gestern festgestellt. Naja, manchmal schon. In einem schon mal. So, keine Hektik. Jetzt kommt der Film Am Brunnen vor dem Tore. Das war der beste Film 1953. Und der kleine Muck. Der kleine Muck im Osten. Von, nach dem Märchen von Wilhelm Hauff. Mhm. Und welches Jahr sollen wir jetzt mal zeigen? Hier, Gefreiter Asch, Joachim Fuchsberger. Das ist ein toller 54. Film, 0815. Welches Jahr war das? Auch 54. Mit Blackie Fuchsberger. Mhm. Und in der DDR der erfolgreichste Film Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse. Wer war Ernst Thälmann? So ein Kommunist. Mhm. Ja. 57, das ist schön. In dem Jahr, in dem ich geboren wurde, war im Westen die Trapp-Familie und im Osten vergessen wir meine Traudel nicht. Mit der Mutter von Nina Hagen. Ja, Eva Maria Hagen. Ein Traum. Und Ruth Leuwerig, die immer gespielt hat, wenn Sonja Ziemann nicht konnte. Hans Holt und Josef Meinrad, der Unvergessene. Josef Meinrad. Das war 57. Haben Sie ein Jahr, was Sie mal gerne wissen möchten? 71. 71. Moment, das haben wir gleich. Ja. Ist das Nastassja Skinski? Nein. Nein. Schulmädchenreport, der erfolgreichste Film. Und im Osten, Osceola. Die haben irgendwann einen Indianerfilm nach dem anderen gedreht. Ja, immer mit Gojko Mitic. Genau. Der jetzt in Bad Segeberg spielt. Ja. Ja. Winnetou. Ja, Winnetou, klar. Gojko Mitic. Im Jahr davor war Hurra, die Schule brennt, Nummer 1. Mit Peter Alexander. Und im Osten unterwegs zu Lenin. Das sind eigentlich Filme, die sich gegenseitig bedingen, oder? Ja. Als die Schule brannte, gingen wir zu Lenin. Ich habe hier einen Film vorhin gesehen, den ich unbedingt zeigen wollte, aber jetzt finde ich es nicht mehr. Gott schützt die Liebende 1974, Ulzana Ost, der unbesiegte Häuptling, auch schon wieder mit Gojko Mitic. Hier, 76, die verlorene Ehre der Katharina Blum. Das war damals ein Film, da sind wir reingegangen. Guck mal, mit Angela Winkler. Ja. Und Hostess im Osten. Worum geht's denn da? Probleme der Partnerschaftsbeziehung in einem Gegenwartsfilm. Interessante Thematik in Inszenierung und Aussage eher unbefriedigend. Sieht man die auch noch irgendwo? Diesen Film, Hostess? Nö. Jetzt zeigen wir mal 78. Hitler, eine Karriere nach dem gleichnamigen Weltbestseller von Joachim Fest und Sieben Sommersprossen. Mhm. Was war denn das für ein Film? Dramaturgisch zwar etwas holpriger, doch atmosphärisch stimmiger, von ungezwungenen Darstellern getragener Film, der die Probleme Jugendlicher einfühlsam und glaubhaft darstellt. Regie Hermann Tschoche. Nie gehört. Hermann Tschoche, 1980, schon wieder erfolgreich. Und nächstes Jahr am Balaton. Ah, jetzt habe ich dich. Was ist der Balaton? Ein See. Ja, und wie heißt der auf Deutsch? Plattensee? Oh, das hast du jetzt gehört. Nein, habe ich nicht gehört. Der Plattensee. Ja, der Plattensee in Ungarn. Und Theo gegen den Rest der Welt mit Marius Müller-Westernhagen. Hast du super den gesehen? Film. Ja, super ja? Film. Ich habe den leider nie gesehen. Echt nicht? Nee. Oh, der ist gut. Der soll toll sein. Ja, der ist super. Ich weiß auch nicht, wieso ich den versäumt habe. Nie gesehen. Tja. Dann 82 Das Boot. Und Sonjas Rapport. Enttäuschende Verfilmung eines vielgelesenen Romans, der sich um Authentizität bemüht, aber weitgehend spannungs- und emotionslos bleibt. Sagt sich so leicht. Hm. Das ist machen. Aber so schnell dahingesagt. Eben. Das könnten auch Leute heute von der Show sagen. Ja, das ist ein Urteil, was man so plappert, ohne zu denken, wie weh das tut für die Menschen.
Im nächsten 1983. Jahr. Ja, genau. Buch zu diesem Film Thomas Gottschalk und Mike Krüger. So, jetzt kommen wir schon ein bisschen in die Jetztzeit. Otto, der Film, 85. Das war der erfolgreichste Film, bevor Bully kam. Ja, genau. 10 Millionen Zuschauer? 9? 8? Nee, 8,8. 8,8. Ja. Und dann 86 Männer. Jo. Sollte man auch nicht denken. Ist auch schon wieder 14 Jahre her. Da sind aber echt alle reingerannt, ne? Da sind alle reingerannt. Ja. Ich auch. Ach, den hast du auch gesehen? Den habe ich gesehen, der war toll. Super war der. Der war spitze. Mhm. Dann 87 schon wieder Otto. Der neue Film. Mhm. Auch erfolgreichster. Und in der DDR Regie Franz Antl, der den Film gemacht hat, wo wir neulich gesehen haben, mit den zwei Zwillingspaaren. Johann Strauß, König ohne Krone. Dann 88 Ödipussy. Mhm. 89 schon wieder Otto. Und Götz-George, ein Film, Otto Sander und Ralf Hoppe, DEFA-Film, in der DDR gedreht. Ja. Und dann kam die Einheit und dann wurde es eigentlich filmisch immer mehr Werner. Was kam dann? Ödipussy. Nee, Papa an Deportas, wieder Otto. Das Geist, hast du den gesehen? Ja. Nicht gut? Ja, ziemlich langweilig. Echt? Mhm. Da wäre so toll. Mein Schauspieler. 94 und 95 der gleiche. 96? 96 Werner. Wieder Werner. Knocking on. Till. Das sind ja alles Filme mit Til Schweiger. Knocking on Heaven's Door und Der bewegte Mann. Ja, genau. Comedian Harmonist. Hast du gesehen? Ja. Gut, ne? Ja. Hm. Nein, war nicht gut. Wieso war nicht gut? Ja, weil der langweilig war. Ja, das ist alles mit dabei. Ben Becker und Heino Förtsch. Ja, eben. Dann nochmal Werner? Dreimal Werner in einem Jahrzehnt. Ganz genau. Und dann? Dann Anatomie. Anatomie. Wieso haben wir das nicht ganz? Weiß ich auch nicht. Wer ist das da hinten? Was meinst du mit der Mann? Hinten? Holger Speckhahn. Ist er bei Viva? Der ist jetzt... Nee. Der ist, glaube ich, nirgendwo mehr, oder? Nein, er ist, glaube ich, bei Sat.1. Nein, da war der. Weggekauft? Ja, weggekauft, bestimmt. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gar nicht alle Filme gemacht, oder? Nee. Haben welche weggelassen? Ja, in den 60ern. Machen wir die morgen? Mal gucken. Nächstes Jahr. Also hier natürlich die ganzen erfolgreichen Indianerfilme, ne? Also Schatz im See. Winnetou! See, genau. Tja, unglaublich. Winnetou erster Teil, also dann irgendwie Winnetou zweiter Teil. Also das waren so die ganzen erfolgreichen Filme in den 60ern. Mein Geburtsdatum zum Beispiel, 65, das war voll die Winnetou-Zeit. Und Dr. Med, hier Pretorius. Oh, von Kurt Götz mit Heinz Rühmann. Ja. Der war auch mal noch erfolgreichster Film mit Der Hauptmann von Köpenick. Ja, genau. Und Hilo Pulver. War eine schöne Zeit im Kino, muss man sagen. Damals. Oh, und 67 war ein ganz scharfer Streifen. Bester Film, Angélique. Oh, Angélique. Das ist, glaube ich, ziemlich frivol gewesen, dieser Film. Aus damaliger Sicht. Chingachgook, das war auch Gojko Mitrović. Absolut. Oder? Ja, heißt es so? Ja, Gojko Mitrović. Gojko Mitrović. Gojko Mitrović. Der war eigentlich der Pierre Brice des Ostens. Ja. Er war im Grunde besser als Pierre Brice. Interessant ist, dass er vorher im Schatz des Silbersee und Winnetou, also in den ganzen westdeutschen Verfilmungen, auch schon mitgespielt hat. Ja. Da war immer der böse Comanche und der zweite hinter Pierre Brice. Und dann hat er sich selbstständig gemacht und hat immer die Hauptrollen in den DDR-Western gespielt. Aber er war wesentlich besser als Pierre Brice. Kennst du denn die ganzen Ossi-Filme? Nein, ich meine schauspielerisch. Ach so. Glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Pierre Brice hat da eigentlich schauspielerisch nichts drauf, oder? Nee, überhaupt nichts. Also ich meine, er ist eine Legende als Winnetou. Er ist der beste Winnetou aller Zeiten, aber er ist nur Winnetou. Egal, was er sonst übt, während gefilmt wird. Ja, es ist wirklich immer Winnetou. Das ist wie Jack Nicholson in Chinatown. Es wird nie mehr einen besseren Winnetou geben. Aber er ist kein Schauspieler. Egal, wo er sonst noch überall rumstand und deutschen Text probiert hat. Immer Winnetou. Aber er ist ein toller Mann als Winnetou. Ja, genau. Und ein wunderbarer Mensch. Ja. Aber kein Schauspieler. So, dann warten wir auf das Fax vom Anwalt. Und, ich glaube übrigens,
Ich glaube übrigens, dass Pierre Brice und Marie-Louise Nikuta ein und dieselbe Person sind. Nur mit runtergelassenen Haaren. Könnt ihr mir vorstellen, wir werden es ja sehen an den Briefköpfen vom Anwalt. So, meine Damen und Herren.